Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys neuen Augen. Wir kümmern uns auch direkt um das nächste Level und ich starte den alten Spielstand. Ah, Spielstand laden. Genau, wir sind vor der Höhle geblieben. Im Inventar haben wir immer noch unsere drei Items. Einmal die Karte, den Cocktailbaum und das Wollknäuel. Gucken wir uns doch als allererstes mal im Versteck um. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Ja, wo ist die Edna hin? Gucken wir uns mal hier im Raum um. Eine Uhu-Pfeife. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Und Notizen. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Dun, 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 dun. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge, ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. So, wir können auch das Teleskop anklicken, das Fernrohr, und gehen danach sofort zur Brücke, würde ich sagen. Was sehen wir da? Die Schergen von der Brücke. Dann nichts wie los, würde ich sagen. Ab zur Brücke. Am Wegweiser. Und da ist die Brücke. Verdammte Dreckskarre. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Machen wir das. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch. Gehört. Können wir die irgendwie benutzen? Es war hoffnungslos. Lilly würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischenfunkte. Werden wir den denn los, wenn wir nochmal pfeifen? Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam also machen. Nicht weiter vorgehen. Ja, wie kriegen wir den Uhu da weg? Ja, lass das. Wir entschuldigen uns mal, jetzt ist er ja total traurig. Schon gut. Aber wir reden miteinander. Das ist ja irgendwie. Das gefällt ist es auf jeden Fall nicht. Lass das? Ey. Ich hab doch jetzt alles gedrückt. Jetzt ist er wieder glücklich. Schon gut? Ah. Jetzt wird das immer mehr. Aber wir müssen die doch, wenn wir uns mit der verständigen können, irgendwie wegkriegen. Endlich konnte Lilly Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden.
Ja, dann treffen wir doch nochmal. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch, dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Ist da jemand? Warte mal, das haben wir gleich. Na, wen haben wir denn da? Erwischt. Das ist doch... Oh oh. Was haben die denn? Das Phantom! Okay. Lily schaute den flüchtigen Wärter noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Gehen wir doch direkt mal zum Auto, jetzt wo der Weg ja frei ist. Komm mal rein. Jetzt geht nur die Tür auf. Ich würde aber gerne das. Ah, okay. Garrett. Lily, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Lily hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Ja. Ich würde doch da jetzt auch nicht 2 Tage warten. Also, ich weiß nicht, was die denken, wer sie sind. Oder wer wir sind. Mal googeln. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lily hatte vor, sie dankend anzunehmen. Ja, den Schlüssel haben wir ja. Probieren wir es mal. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lily die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Oha. Na, so ein Hallodri. Der diebische Hamster hatte Lily erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lily weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Ich hab da eine lustige Idee, unsere Eule. Die kann doch bestimmt den Hamster fangen. Wir waren ja eben so nett zu dir. Lily freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Ja, unser Glück. Gehen wir doch direkt mal. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lily hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Tja,
Warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Kapitel 3: Die Anstalt. Mal schauen, was uns in der Anstalt erwartet. Was haben wir hier? Wir haben ein Boot. Können wir mit dem Boot fahren? Oh, super. Und warum haben wir mit dem Boot? Aber hier muss doch auch der Schlüssel liegen, oder? Wir können auf jeden Fall mit dem Boot auch rückwärts fahren. Fahren wir einfach mal weiter mit dem Boot. Ich weiß aber nicht, wo der Schlüssel liegt. Ich gehe nochmal zurück, weil wenn der runtergefallen ist, muss er ja direkt da liegen. Ich sehe aber sonst auch nichts. Nee, hier liegt nichts. Mal weitergehen. Ob die Tür offen ist? Die Tür war fest verschlossen. Wie ich erwartet habe. Oder haben wir den Schlüssel jetzt automatisch ins Inventar? Ja, den haben wir automatisch bekommen. Wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Okay. Ich will jetzt nicht an das Ufer, weil das... Hey, komm zurück! Das Phantom ist weg. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Warum nicht? Ich fahre jetzt den Wasserfall, also die Abflussröhre hoch. Bleib schön stehen, hörst du? Nö, nee, hier kommen wir nicht weiter. Zurück! Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, meine ich. Können wir doch schnell aussteigen? Genau so, aber sie ist alleine gelaufen. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Nicht so schnell! Der hält uns fest. Was sollen wir machen? Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Ja, ob wir die Edna auch bald finden werden. Lochkartenschlitz. Ah, da liegt eine Karte. Was können wir jetzt machen? Stecken wir die doch mal in das Loch rein. Wir haben irgendwie ein paar Sachen aus dem Inventar verloren. Das war wohl die falsche Karte. Geht's da? Das war wohl die falsche Karte.